DFB-Pokal, Achtelfinale. Bayern 0 für Leverkusen empfängt den VfB Stuttgart. Die Leverkusener Favoriten ins Spiel gehen auch 1-0 in Führung, relativ spät, 71. Minute Eigentor von Bredelow. 1-0 Führung für Leverkusen. In der 83. Minute Alario mit den 2-0. Man dachte, das Spiel ist vorbei, aber kurz danach, in der 85. Minute, Wamagituka mit den 2:1, aber das Spiel wieder offen, 5 Minuten vor Schluss. Plus Nachspielzeit ca. 10 Minuten noch gewesen. Stuttgart schafft es nicht in den 10 Minuten, den Ausgleichstreffer für die Verlängerung zu machen. Sprich, Leverkusen gewinnt 2:1. Der Sieg geht meiner Meinung nach auch verdient an Leverkusen, weil es aber trotzdem kein gutes Spiel, muss man so sagen. Wir haben 17 Schüsse von Leverkusen, 12 von Stuttgart. 4 nur aufs Tor von Leverkusen, was kein guter Wert ist. Und auch nur 3 von Stuttgart ist auch kein guter Wert. Also 7 Schüsse insgesamt. Ist nicht gut. 64% Ballbesitz von Leverkusen, 36% von Stuttgart, da spricht Leverkusen deutsche Sprache. 710 Pässe von Leverkusen, 410 von Stuttgart. 88% Passgenauigkeit von Leverkusen, 76% von Stuttgart. 11 Fouls mit 2 gelben Karten haben die Leverkusener zu verursachen. 15 Fouls mit einer gelben Karte von Stuttgart. Leverkusen verdient eine Runde weiter. Glückwunsch, ihr seid im Viertelfinale. Glückwunsch.